Hallihallo und willkommen bei einem kurzen, knappen, bündigen Video. Heute mal wieder ein Messer, ein Stück Stahl. Zuvor ganz kurz die Münze. Auch das ist eine Münze des Tages. Ja. Und zwar eine chinesische Glücksmünze für das Jahr der Schlange 2025. Ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Noch schlimmer geht ja kaum. Von daher, Münze. So. Was ich auch noch gerade hier liegen habe, ist A, dieser wunderbare Anhänger. Ja. Und noch ein für, keine Ahnung, ans Powercord, an den Schlüssel, ans Messer. Ja. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Passt in die momentane Gesellschaft. Ja, sehr schön. Damit sind wir durch und jetzt kommt das versprochene Stück Stahl. Und zwar diesmal ein wunderschönes Messerchen der Firma Nightwolf. Und zwar handelt es sich um das Nightwolf Modell NW N05. Ja, Verpackung finde ich wie immer schön. Ja, also mir reicht eigentlich auch ein ganz normaler Karton, aber ich finde es immer schon toll, wenn ja, auch da nicht gespart wurde, sage ich mal, sondern ja, sieht einfach schön aus, einfach toll. So, hier haben wir, aha, okay, legen wir mal auf Seite. Hier haben wir ein Bändchen mit Nightwolf-Aufdruck, warum auch immer. Hier, sehr schön, wie immer, auch mit Logo. Das Mikrofaser, das Reinigungstuch. Ah, okay. Das ist dann also ein Pappschild. Und da kommt das hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich kommt das hier dran und dann kann man das als Geschenk irgendwie verkaufen. Ja. Was auch dabei ist, so, Kistchen ist leer, ist wie immer dieser Beutel, ja, auch mit Logo, mit Aufdruck und sowas finde ich immer klasse. Kleine Aufbewahrungstasche ist schon top. Ich weiß gar nicht, nee, das wird wahrscheinlich zum Transport nicht reichen. Vielleicht weiß jemand mehr, vielleicht kennt sich jemand mit dem Paragraph 42a noch besser aus oder viel besser aus. Würde rein theoretisch reichen, das heißt ja nur der Zugriff auf das Messer. Ja, wenn ich das hier jetzt zuziehe und mache hier oben eine Schleife oder einen Knoten drauf, oder müsste ich dann wirklich noch irgendwie ein Vorhängeschloss hier dran machen oder sonst was? Würde das reichen, um zu sagen, okay, ich kann die so transportieren? Oder muss die wirklich in einem Kasten abgeschlossen sein, das Messer? Oder ja, alles übertrieben. Ja, aber ja, wäre ja mal schön zu wissen, ob das möglich wäre. So, und hier haben wir dann und jetzt letztendlich das Messer. So, mal kurz drüber. Schauen. Ja. Das Logo. Griffschalen sind G10. Und jetzt sage ich gleich dazu, ich habe die grauen geholt, ja, hier mit Backspacer dabei. Sieht eigentlich richtig gut aus. Und es gibt das Ganze, beziehungsweise wie gesagt, alles in G10, aber in den Farben dunkelrot. Hat auch richtig gut aussehen. Und Kaki gibt es auch noch. Dann haben wir hier oben den Flipper. Wie man merkt, das Ganze kugelgelagert. Geht also sehr schön raus. Und was mich jetzt angesprochen hat, war dieses Gesamt, diese Form. Ja? Von der Klinge hier mit dem kleinen Absatz und rüber. Das sieht irgendwie so richtig, ja, richtig gut aus. Sieht toll aus. Wir haben einen Linerlock. Der Clip ist nicht versetzbar. Und ich muss sagen, es liegt von der Griffform jetzt so für meine Handgröße, für meine Hände, es liegt richtig, richtig gut in der Hand. Und es ist leicht. Es ist wirklich ein richtig leichtes Messer. Der Klingenstahl, da sind wir bei D2, ne? Steht auch drauf. Und hier vorne sieht, NO5 Modellbezeichnung, D2 Stahl. Und hier im Real Design. Hier Design, genau.
So. Ja, was soll ich noch sagen? Wir haben eine Gesamtlänge von 19,8 Zentimetern, wobei auf den Griff 11,3 Zentimeter entfallen, also 8,5 Zentimeter Klingenlänge. Die Klinge ist satiniert und besteht, wie gesagt, aus D2-Stahl. Und was ich gerade schon gesagt habe, vom Gewicht her liegen wir hier bei 108 Gramm. So, das Teilchen ist out of the box, wie gesagt, so wie es hier liegt. Und lässt, was die Schneidfreudigkeit angeht, wirklich absolut keinen Wunsch offen. Also richtig, richtig gut. Natürlich nicht Paragraph 42a konform. Und wer weiß, was demnächst noch kommt. Ich mache jetzt vielleicht auch mal, ich habe ja ein paar kleinere Messer, mal eine Sondersendung mit unter 6 cm Klinge, damit man weiß, was es da noch gibt. Aber okay. Wunderschönes Teil. Preistechnisch lagen wir hier bei knapp 35 Euro. Ja. Und ich muss sagen, dafür ist das hier ein wunderschönes Taschenmesser. Vielleicht auch, ne, hier mit dem Ganzen dabei als Geschenk. Ja. Wunderbar. Macht sich auch gut in der Sammlung. Da kommt es jetzt auch hin. Und ich würde sagen, genug gelabert. Ihr habt es gesehen. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Und bis die Tage. Ciao.